Und in dem konkreten Fall war es so, dass mein Mann dann tatsächlich mit jemandem gesessen hat, der seine Frau wirklich abgestochen hat mit über 100 Messerstichen und der Zellnachbar 1 weiter ein ganzes Magazin leergeschossen hat und seine Frau so umgebracht hat. Das hat mich so gelähmt, dass ich die Akte erstmal zur Seite gepackt habe und quasi von Freitagabend bis Sonntagnachmittag oder bis Sonntagabend dann irgendwie Luftlöcher in die Welt gestarrt habe. Und ich hatte halt 3 Beweisanträge gestellt, die nach meiner festen Überzeugung nach dazu geführt hätten, wenn man denen nachgegangen wäre, dass mein Mann dann am heutigen Tag schon rauskommt und gar nicht in Untersuchungshaft kommt. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video und heute der zweite Teil zu dem spektakulären Mordverfahren vor dem Landgericht Paderborn, den ich gelöst habe. Ich hatte es ja schon im ersten Teil gesagt, das ist einzigartig auf YouTube, dass wir hier einmal quasi ganz dezidiert und kleinschrittig aufzeigen, wie es zu dem erfolgreichen Urteil gekommen ist, was da passiert ist und vor allen Dingen auch, wie der Verteidiger dahinter gearbeitet hat und diesen Fall gelöst hat. Wir befinden uns jetzt quasi mitten in der Verkündung des Haftbefehls vor dem Amtsgericht Paderborn, nachdem mein Mandant vorläufig festgenommen worden ist. Ich hatte es bereits im ersten Video ja schon sehr detailliert ausgeführt und erzählt, wie es dazu gekommen ist. Wir haben hier nun mal leider ein Opfer, welches mit 34 Messerstichen zu Tode gebracht worden ist. Das Mandat ist so zustande, dass mein Mandant eigentlich aus einem ganz anderen Grund zu mir in die Kanzlei gekommen ist, um von mir vertreten bzw. verteidigt zu werden. Und er oder wir uns jetzt vom Amtsgericht Paderborn gegen diesen Haftbefehl mehr oder weniger verteidigen und wehren müssen. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, wir haben es hier nochmal in die Infobox gepackt. Schaut es euch unbedingt an und wir legen jetzt mit dem zweiten Teil los. Von der Konstellation her müsst ihr euch das so vorstellen, also auch von der Räumlichkeit her, dass am Richterpult die Ermittlungsrichterin sitzt, dann neben der Richterin die Protokollführerin, die halt quasi das Protokoll von alles das schreibt, was wesentlich ist und was gesprochen wird. Dann sitze ich auf der anderen Seite, auf der Verteidigerbank, der Mandant daneben und dann nochmal, wie es immer ist, wenn jemand inhaftiert ist oder vorläufig festgenommen wird und dann vorgeführt wird, 2 Wachmeister, die den Ausgang beschützen. Ich hatte diese 3 Anträge gestellt, das habe ich schon gesagt, und die Richterin hat diese Anträge nicht beschieden. Ich hatte schon im letzten Video erklärt, dass wenn ein Beweisantrag gestellt wird, der zur Freilassung eines Inhaftierten führt, die Richterin den grundsätzlich nachgehen muss, wenn sie den für erheblich hält. Das ist hier nicht passiert. Ich hatte hier beantragt, dass man die DNA-Sachverständige kontaktiert, dass man den Weg vom Wohnort meines Mandanten zum Tatort einmal rekonstruiert und nachfährt, um zu zeigen, das kann in der Zeit, die uns unterstellt wurde, gar nicht passiert sein, und dass man sich einmal den Alibi-Zeugen anhört und den nochmal als Zeuge vernimmt, weil der nach Angaben des Haftbefehls zumindest anders ausgesagt hat und seine Aussage geändert hätte. Die Richterin ist diesen Beweisanträgen leider nicht nachgegangen und das hatte dann für mich eigentlich auch nur die einzige logische Konsequenz, nämlich einen Befangenheitsantrag. Befangenheitsanträge stellt man immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass die Richterin nicht unvoreingenommen und nicht unabhängig dem Mandanten gegenübertritt. Ich hatte halt 3 Beweisanträge gestellt, die nach meiner festen Überzeugung nach dazu geführt hätten, wenn man denen nachgegangen wäre, dass mein Mandant am heutigen Tag schon rauskommt und gar nicht in Untersuchungshaft kommt. Und die Richterin hat dennoch gesagt, nee, ich entscheide darüber jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, da muss ich einen nächsten Antrag stellen, nämlich ich lehne sie ab wegen Befangenheit. Sie dürfen jetzt eigentlich gar nichts mehr machen, denn sie sind in diesem Verfahren befangen und sie sind raus. In einem normalen Gerichtsprozess wäre das dann so, dass die Richterin mehr oder weniger handlungsunfähig wäre, aber dennoch nach 29 StPO, den Paragraphen gucken wir uns jetzt gleich einmal kurz an, immer noch unaufschiebbare Handlungen durchführen kann. In Paragraph 29 der Strafprozessordnung steht drin in Absatz 1, ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen Aufschub gestatten. Die Verkündung eines Haftbefehls ist jedoch eine sogenannte unaufschiebbare Handlung. Die muss sofort passieren. Wir hatten Freitagnachmittag, das hatte ich auch schon gesagt. Das Gericht war nicht mehr so besetzt, ein Vertreter war wahrscheinlich auch nicht mehr da. Deswegen hatte die Richterin das Recht, immer noch weiterhin handlungsfähig zu bleiben und den Haftbefehl zu verkünden. Das Ganze sah in der Praxis dann so aus, dass nachdem die Richterin gesagt hat, dass sie über die Beweisanträge nicht entscheiden wird, dann gesagt hat, ich verkünde jetzt den vollen... Und ich dachte, nein, stopp, stopp. Und ich dann plötzlich wieder dazwischen gegangen bin und quasi die Richterin daran gehindert habe oder versucht daran zu hindern, diesen Haftbefehl jetzt zu verkünden, quasi meinen Mandanten in die Untersuchungshaft zu bringen. Ja, also sie hat dann angefangen vorzulesen, ich habe unterbrochen, dazwischen geredet, habe gesagt, ich muss jetzt wegen Befangenheit ablehnen. Sie hat auch das dann natürlich ignoriert, das war aber durch die Strafprozessordnung auch gerechtfertigt und hat dann den Haftbefehl verkündet mit der Folge, dass ich dann zu meinem Mandanten gehen musste. Der wusste natürlich nicht so richtig, was passiert. Also wir haben da auf relativ hohem juristischem Niveau rumargumentiert und uns rumgestritten, Verteidiger und Gericht. Und der Mandant saß dann da und hat mich dann gefragt, André, was ist los, muss ich jetzt rein?
muss ich tatsächlich jetzt in Haft gehen wegen einer Tat, die ich nicht begangen habe. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille dieses Jobs. Da musst du deinem Mandanten sagen, ja, tatsächlich, du musst jetzt rein, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dich rausholen, ich werde das Beste für dich machen und das alles. Aber für den Moment jetzt musst du dem Mandanten sagen, als Strafverteidiger, du musst jetzt inhaftiert werden. Ja, weil ich habe keine Sachen gepackt, ich wurde plötzlich zu Hause festgenommen, aus meiner Wohnung rausgerissen. Keiner weiß, wo ich bin, meine Frau nicht, meine Mutter nicht, meine Geschwister nicht, meine Freunde nicht. Ich habe nicht geduscht. Das sind die ganzen Kleinigkeiten, die dann plötzlich durch den Kopf gehen. Und dann tatsächlich dem Mandanten dann kommunizieren muss, ey, das wird jetzt auch erstmal für eine bestimmte Zeit so bleiben. Du wirst jetzt in den Knast gehen. Das ist natürlich ein enormer Schockmoment, weil man von jetzt auf gleich den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt und man sich denkt, oh, verdammt nochmal, für jeden, der noch nie saß, ist das natürlich umso unvorstellbarer, dass man jetzt wieder in Handschellen gelegt wird, in einen Transporter gepackt wird, mit Hand- und Fußfesseln in den Transporter sitzt auf ganz engem Raum und dann an der Justizvollzugsanstalt zugeführt wird, also quasi seiner Freiheit komplett beraubt ist. Wir Verteidiger sind darüber natürlich dann auch sehr, sehr erschüttert. Es betrifft uns natürlich auch sehr, gerade wenn wir so gekämpft haben wie in diesem Fall. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten mittlerweile schon 6:30, roundabout. Es war schon fast 7 Uhr. Wir saßen also über 4 Stunden in der Verkündung des Haftbefehls und der ganze Kampf hat nichts gebracht. Die Familie wartet dann natürlich auch auf einen und man muss dann als Verteidiger der Familie auch kommunizieren, dass der Sohn, Onkel, beste Freund, Papa, wie auch immer, in die Untersuchungshaft gekommen ist und zwar in Justizvollzugsanstalt inhaftiert wurde. Den Zeitpunkt kann man, dann fragt die Familie natürlich auch immer sofort, ja, wie lange denn, wann kommt der raus, wann können sie denn rausholen, aber den Zeitpunkt kannst du halt auch nicht sagen. Du kannst nicht sagen, diese Untersuchungshaft ist jetzt begrenzt auf 3 Wochen, danach kommt der auch mit automatisch raus. Also auch diese Garantie hast du ja nicht. Und dazu kommt natürlich der allerkrasste Punkt in solchen Verfahren, wenn ein Totschlags- oder ein Morddelikt vorgeworfen wird, beim Mord, die Strafe ist nun mal lebenslang und die Familie und auch der Mandant einen dann fragt, welche Strafe kriege ich denn im schlimmsten Fall? Und man denen dann antworten muss, ja, im schlimmsten Fall kriegst du lebenslang. Es war also so, dass mein Mandant festgenommen wurde, wir uns im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls mit Händen und Füßen, mit Beweisanträgen und Befangenheitsanträgen dagegen gewehrt haben, dass er verhaftet wurde und er dennoch verhaftet worden ist. Und dann stehst du halt als Verteidiger vor diesem, ich nenne es einfach mal Scherbenhaufen und musst dir überlegen, wie bekommst du es jetzt hin, dass dein Mandant schnellstmöglich aus der Haft kommt. Weil man darf nun mal nicht vergessen, wir haben hier mit einem Kapitalverbrechen, also mit einem Mord- und Totschlagsverfahren, die schlimmsten Verfahren und die höchsten Strafandrohungen, die das Strafgesetzbuch so vorsieht. Und umso wichtiger und umso intensiver muss natürlich auch die Verteidigerarbeit ausfallen. Als Verteidiger hat man dann, wenn der Mandant inhaftiert ist, die folgende Möglichkeit. Man kann eine Haftbeschwerde einlegen, man kann eine öffentliche Haftprüfung beantragen. Also das sind quasi zwei Rechtsmittel, um an der Situation der Inhaftierung etwas zu ändern. Man kann als Verteidiger auch nichts machen, einfach mal abwarten, bis die Anklageschrift kommt und sich dann gegen die Anklageschrift verteidigen oder auf die Hauptverhandlung abwarten. In so einem sensiblen Fall, in dem wir DNA-Gutachten von mehreren 100 Seiten hatten, in dem wir so viele Zeugenaussagen und so viele Telefonüberwachungen gehabt haben, habe ich mich dafür entschieden, erst einmal aufs allergründlichste die Akte zu prüfen, mit weiteren Experten mich zusammenzusetzen, das heißt DNA-Gutachtern zu sprechen, mit Ärzten zu sprechen und da nochmal zu versuchen, dieses DNA-Gutachten, welches ja ein sehr, sehr starkes Beweis für die Täterschaft meines Mandanten war, zu erschüttern. Voreilige Unternehmungen in solchen Situationen, zum Beispiel hinzugehen und voreilig Angaben zur Sache zu machen oder vorschnell eine Aussage zu machen, ist eigentlich immer verfehlt. Wenn man sich überlegt, ob man was sagen soll oder schweigen soll, ist der Rat von Verteidigern meistens im Zweifel lieber schweigen. Und so haben wir es in dem Fall auch gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt nicht vorschnell zu handeln, sondern sehr, 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 sehr gründlich zu arbeiten und die Akte wirklich mit Argusaugen zu überprüfen, zu lesen und auf Fehler hin zu untersuchen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass der Mandant in Untersuchungshaft sitzt und mit ihm erstmal nichts passiert. Er sitzt dann da, aus seiner Sicht versauert er dann dort und monatelang passiert nichts. Die Akte kommt, der Verteidiger beantragt die Einsicht in alle möglichen verfahrensrelevanten Gegenstände und Akteninhalte. Und das muss natürlich geprüft werden. Mein Mandant saß etwas weiter weg. Ich hatte etwas über 1,5 Stunden Fahrtweg dorthin. Das heißt, wir konnten es auch nicht einmal die Woche sehen, sondern nur alle paar Wochen und das immer dann wieder besprechen und updaten. Dazu hat der Mandant natürlich dann noch die Familienbesuche. 2x eine Stunde im Monat darf die Familie dann jemanden besuchen gehen. Auch das gibt natürlich noch mal ein bisschen Hoffnung und Kraft. Aber diese Etappe dann, quasi die Aktenprüfung des Verteidigers, die Rücksprache mit dem Mandanten, der Aufbau der Verteidigungsstrategie, ist natürlich für jeden, der inhaftiert ist, sehr, sehr belastend. Aber eine der Hauptarbeit der Verteidigung, denn nichts machen im Falle der Inhaftierung des Mandanten und einfach nur mal ihn in der Haft versauern zu lassen und einfach auf die Anklage zu warten, das geht nicht. Das widerstrebt zumindest meinem Gedanken an eine effektive Verteidigung und auch meinem Kodex, wie ich meinen Job selbst nachgehen möchte. Deswegen muss man genau jetzt hier Druck aufbauen, die Akte prüfen und dann, wenn man sieht, man hat eine Chance, man hat entlassene Beweisumstände gefunden, dann kann man das Rechtsmittel der Haftprüfung einlegen.
Und das haben wir auch gemacht. Natürlich erst nach knapp 3 Monaten, nachdem mein Mandant in Untersuchungshaft gesessen hat, aber dann haben wir eine Haftprüfung beantragt und uns vor einer anderen Richterin vom Amtsgericht Paderborn wieder getroffen, um zu überprüfen, besteht noch der dringende Tatverdacht oder besteht noch ein Haftgrund. Es ist ja auch nun mal so, dass wir Verteidiger die Mandanten regelmäßig sehen. Und wenn wir dann sehen, dass sich der Zustand, auch der psychische Zustand von den Jungs und Mädels im Knast zunehmend verschlechtert, wenn man wegen eines Mordverfahrens oder wegen eines Totschlagsdelikts in Untersuchungshaft sitzt, dann ist man auch zumindest in der JVA, in der mein Mandant gesessen hat, nicht mit ganz normal, mit Dieben oder mit Betrügern auf der Abteilung, sondern ist man in der Abteilung für Mord und Totschlagsdelikt. Das heißt, man sitzt da in Untersuchungshaft, hat noch nie was damit zu tun gehabt und der Zellennachbar ist möglicherweise jemand, der, keine Ahnung, seine Frau erschossen hat. Oder in dem konkreten Fall war es so, dass mein Mann dann tatsächlich mit jemandem gesessen hat, der seine Frau wirklich abgestochen hat mit über 100 Messerstichen und der Zellennachbar 1 weiter ein ganzes Magazin leer geschossen hat und seine Frau so umgebracht hat. Das sind natürlich Sachen, wenn man dann mit diesen Leuten einschläft, als Inhaftierter, der wie gesagt noch nie was damit zu tun gehabt hatte, mit Knast oder ähnliches, das macht einen psychisch natürlich fertig. Und als Verteidiger bekommst du das natürlich mit, wenn du deine Mandanten besuchen gehst und siehst, wie die abnehmen, wie die deprimiert sind, wie die Konzentrationsschwächen haben und einfach nur versuchen, diese Zeit irgendwie zu überstehen. Nachdem ich dann diese Akte wirklich absolut bis aufs Gründlichste durchgegangen bin, habe ich eine Haftprüfung beantragt. Wir haben uns dann am 10. Juli vom Amtsgericht Paderborn wieder getroffen, um zu überprüfen, besteht der dringende Tatverdacht noch, kann mein Mandant nach Hause kommen oder nicht? Ich habe mich auf diese Haftprüfung sehr, sehr intensiv vorbereitet und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich verdammt gute Umstände vortragen konnte und sehr, sehr starke Argumente hatte, die dafür sprechen, dass mein Mandant endlich zurück zu seiner Familie kann. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass mein Mandant weiterhin in Haft bleiben soll. Die war leider nicht vor Ort, sondern nur die Richterin, die Verteidigung und unser Mandant und die Protokollkraft. Das sind natürlich Momente, du steckst da wirklich nächtelange und wochenlange Arbeit rein. Du prüfst die Akte aufs Äußere, du redest mit anderen Experten, holst den Verteidigerkollegen dazu. Das alles tritt dann sehr, sehr selbstbewusst auf. Tatsächlich musst du dann wieder die Familie anrufen und sagen, dass dein Mandant nicht nach Hause kommt. Du hast es dann nicht geschafft, dann die Familie wieder zu vereinen. Mein Mandant muss zurück in die Justizvollzugsanstalt. Die Mama muss weiterhin auf ihren Sohn verzichten. Und auch die Kinder von meinem Mandanten konnten nicht zu ihrem Papa. Das sind natürlich Sachen, die nehmen einen ganz, ganz krass mit. Nicht nur, weil man sich da so drauf vorbereitet und weil das natürlich auch ein persönlicher Erfolg wäre, sondern auch weil man den Zustand des Mandanten sieht. Man sieht natürlich, und man hängt auch an seinen Jungs und steht natürlich hinter dem. Man sieht, wie es denen zunehmend schlechter geht, wie die Familie darunter leidet, wie Familien entzweit werden. Und dann willst du mit aller Kraft natürlich deine Mandanten rausholen. Und wenn es dann nicht klappt, in dem konkreten Fall, ich werde es nie vergessen, weil es ein Freitag gewesen ist, auch wieder bei der Haftprüfung, als ich dann das Wochenende, da ging eigentlich gar nichts. Also das muss man sagen, ich konnte nicht mal mehr die Akte lesen, um zu überprüfen, was gab es denn letzten Endes noch, was gegen uns gesprochen hat. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Das hat mich so gelähmt, dass ich die Akte erstmal zur Seite gepackt habe und quasi von Freitagabend bis Sonntagnachmittag oder bis Sonntagabend dann irgendwie Luftlöcher in die Welt gestarrt habe. Und das nimmt einen halt einfach extrem mit. Nach der Haftprüfung kam dann irgendwann die Anklageschrift. Logischerweise zum Schwurgericht, Landgericht Paderborn zur Schwurgerichtskammer, die für Kapitaldelikte zuständig ist. Hauptverhandlungstermin wurde dann auch abgestimmt. Wir haben dann angefangen, am 1. September die Sache zu verhandeln. Also ab dem 1.9.2020 ging es los. Anberaumt wurden vorsorglich 9 Gerichtstermine für dieses Verfahren. Das ist in der Schwurgerichtssache absolut nicht unüblich. Es gibt Schwurgerichtsverfahren mit noch mehr oder auch mit ein bisschen weniger. Aber das ist so ungefähr eine Standardzahl, wo man sagen kann, okay, beim Streitigen Verfahren wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass man so mindestens 9 Termine braucht. Und für alle, die das Fachliche dahinter und das Prozessuale so ein bisschen mehr interessiert, also vor allen Dingen auch an alle Referendare und Studenten gerichtet, ich lade jetzt in meine Instagram-Story mal hoch, wie so ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Haftprüfung aussieht, nach welchen Normen der sich richtet, welche Fristen man da einhalten muss und wie sowas in der Praxis eigentlich aufgebaut ist, weil man das natürlich auch nicht jeden Tag mal sieht, aber sehr, sehr wichtig ist für jeden Strafverteidiger. Nachdem dann diese Haftprüfung negativ für uns beschieden wurde oder ausgegangen ist, ich habe dann den Antrag zurückgenommen, kam dann irgendwann die Anklageschrift und wir haben dann auch die Hauptverhandlungstermine bestimmt. Also ich habe dann mit dem sehr guten Vorsitzenden vom Landgericht Paderborn telefoniert. Wir haben dann die Hauptverhandlungstermine im Laufe der Zeit dann abgestimmt. Wir sind gestartet am 1. November 2020. Allerdings sind noch 2 sehr, sehr krasse Sachen vor der Verhandlung passiert. Also es ist so, dass man natürlich seinen Mandanten darauf einstellt, man dann darüber spricht, wie man dann im Rahmen dieses ersten Hauptverhandlungstages auftritt. Allerdings ist es dann noch dazu gekommen, dass der Staatsanwalt scheinbar Angaben an die Presse weitergegeben hat. Dann noch mal einen sehr, sehr krassen Zeitungsartikel ist dann rausgekommen, kurz vor der Verhandlung. Und 2 Tage vor der Verhandlung hat dann auch noch der Ex-Mann, der selbst mal inhaftiert war in der Sache, ein Interview mit der Zeitung gegeben. Diesen ersten Artikel, in dem der Staatsanwalt scheinbar zum Ausdruck bringt, dass mein Mann dann der Täter ist, den packen wir jetzt mal rein. Liest euch den auf jeden Fall durch. Genauso wie den anderen Zeitungsartikel, das Interview des Ex-Mannes, wie jetzt auch einmal kurz hier reinstellen.
aus Sicht des Strafverteidigers und aus Sicht des Verteidigers des jetzigen Inhaftierten fand ich diese beiden Artikel ziemlich krass. Ich habe mir überlegt, was ich damit mache und habe mir dann was ganz Besonderes dazu ausgedacht und diese dann zu unserem Vorteil eigentlich wiederum genutzt und bin darauf dann auch im ersten Hauptverhandlungstermin sehr, sehr intensiv eingegangen. Was ich dann im ersten Hauptverhandlungstermin gemacht... Moment, ganz kurz. Kannst du die Leute ganz kurz daran erinnern, dass sie abonnieren sollen? Okay. Okay, haben wir jetzt wahrscheinlich schon damit gemacht. Ne? Ja, okay. Wir müssen hier leider einen Cut machen. Das nächste Video kommt morgen. Okay, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und das nächste Video kommt morgen, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen wie beim letzten Mal.